Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Outlast. Wir haben in der letzten Folge erfahren, dass wir irgendwo in den Kinosaal müssen und uns da einen Schlüssel holen oder so. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall müssen wir hier in den Aufenthaltsraum. So, und da müssen wir nach oben. Okay. Wir sind in der letzten Folge wieder von diesem komischen dicken Typen gejagt worden. Aber der hat es nicht gekriegt. Okay, was haben wir denn hier? Chapel, Recreation Hall, Library, Lobby. Müssen in die Recreation Hall. Da komme ich wohl nicht durch. Das war ja irgendwie klar. Ich hoffe, ich muss hier nicht wieder nach unten. In den Keller. Oh, hier schon? Okay, hier geht's auch gar nicht weiter. Gut, dann gehen wir einfach mal weiter. Nach oben. Wir versuchen es zumindest. Ist auch zu? Alles klar, dann müssen wir wohl hier durch. Schließen. Ist das nicht die Tür zu dem Dicken gewesen? Auf der anderen Seite bin ich doch. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht. So einen schlechten Orientierungssinn, das ist unglaublich. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Obwohl, beim Zocken ist das besser. Wenn ich so mit dem Auto unterwegs bin oder so, ey, ich habe absolut keine Ahnung, wo ich bin oder wo ich schon war. Okay. Schöne Musik. Oh, fuck. Okay. Ne, hier liegt nichts. Ach so, nicht, ich muss wieder hier nach unten. Natürlich ist hier zu. Das wäre ja auch zu einfach gewesen, ne? Gut, dann gehen wir jetzt hier runter. Okay. Da geht's hoch. Ich gehe mal erstmal hier lang. Mal sehen, vielleicht ist hier irgendwas Nützliches verstecken. Auch zu. Gut, dann gehen wir jetzt hier hoch. Unten war ich ja gerade. Ich da weiter? Nee, ich muss hier runter. Ach, fuck. Okay. Oh. Sieht so ein bisschen aus wie. Wie hieß er noch? Jason Voorhees? Freitag der 13. Er hat doch so eine Eishockeymaske auf. Ach, fuck, ey. Er kommt doch gleich um die Ecke. Ich nicht gerade eine Tür gesehen, ne? Ah, wie gruselig. Ich gehe einfach runter.
Wie saß doch der Typ gerade? Ja, da geht's nicht durch. Oh, fuck. Exit interview recorded December 27th, 1985 in Los Alamos, New Mexico. Clearance Sierra Alpha, subject Dr. Rudolf Wernicke, 14866. The fears are real. There was no alteration to the footage at all, no trickery? None. In June of 1943, you recorded three instances of spontaneous bleeding. Half a dozen test subjects began to develop brain tumors. Yes. The autopsies revealed that the tumors were pure lead. It killed them? Can you explain why the results could not be reproduced in the United States? I have my theories. My homeland in those years. It's impossible to understand the things we felt, what we believed. The overwhelming fear, ecstatic rage, and English words are insufficient. More than hope. A human mind in that environment is capable of extraordinary things. You're saying the experiment needed... the proximity to death, to overwhelming madness. Only a test subject who had witnessed enough horror was capable of activating the engine. Also man kann nicht wirklich irgendwas erkennen. Test subjects achieved something supernatural. Mit dem Film. Do you think that they contacted something supernatural? Nothing is supernatural. Oh, fuck, ey. Then what was it? You said Project Wallrider was a gateway. A gateway to what? Das war's? Okay. Gut, ich gehe jetzt einfach mal hier weiter. Hallo? Die Pause ist vorbei. Wollt ihr nicht? Fuck, ey. Die meisten scheinen alles wärter zu sein. Die hier ihre Pause überziehen. Okay. Sonst ist hier nichts weiter. Oh, eine Tür. Ist zu. Das ist doch wieder der Dicke, oder? Oh Mann, ey. Okay, ich trau mich mal. Mal ganz langsam. Okay, mal eben schon Batterie tauschen. Okay. You have to find Wernicke. Only way. Mach ich. Scheiß Kamera. Ein Dokument. Von D. Brunton at Murkoff Corporation US.com, bla bla. Wasch dir schön regelmäßig die Hände. Am 19. Dezember um 4.19 Uhr. Grant, bla 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 bla, schrieb: Nekrotisierende Fasziitis?
Wirklich? Verdammt, ich kündige. Okay, da werde ich jetzt nicht wirklich schlau draus aus diesem Dokument. Fasziitis, was ist denn Fasziitis? Nekrotisierende? Kann ich mir auch nirgends herleiten. Von nirgends, von nichts. Nekrotisierende? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oh. Wie kann ich unten durch? Eben schon, die Tür ist zu, dann muss ich voll da unten durch. Gut, da ist nichts. Ich habe Angst, dass ich mich erschrecke und mich dann an meinem Bonschen verschlucke. Ich eine Batterie. Die nehmen wir doch mit. Eben hier reingucken. Gut, der ist tot. Da liegt der Schlüssel. Ist da noch irgendwo ein Ausgang? Okay, da ist der Projektor. Oh, fuck. Ah. Ist da auf. Alles klar, kann ich da jetzt reingehen? Was? Jetzt muss ich wieder in den anderen Raum. In den Kinosaal. So, ich muss jetzt mal eben schnell mit Bonschen loswerden. Wie ist er denn da hingekommen? Ah, ist das eine Kacke alles hier, echt. Immerhin sind wir bis jetzt noch nicht gestorben. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Muss ich darüber? Ja. Wieso ist er jetzt wieder auf? Oh, ist das alles gruselig. Und bevor ich den Schlüssel nehme, erstmal umgucken. Alles klar, hier ist nichts. Kann ich hier einfach runterspringen? Eigentlich ja schon, ne? Ich gehe mal hier lang. Müsste ja eigentlich hier auch auf sein jetzt. Ne, ist nicht. Mal eben nochmal schnell Batterie tauschen. Gehe ich hier nochmal lang. Also die Musik verheißt nichts Gutes. War das der Dicke? Soll ich mal rausgehen? Ich will nicht. Shit. Ich mach jetzt. Fuck, hier ist zu.
Wofür bin ich hier? Ah, ich bin hier richtig. Oh. Oh. Das ist doch auch einer von den Zwillingen. Hallo. Schnell da rein. So, und zu. Habe ich irgendwo eine neue Notiz? Das sind Dokumente? Nein, habe ich nicht. Okay. Speichern. Ups. Hau mal schön ab. Das ist auch zu. Alles klar, ich muss hier rein. Küche? Ja, schnell zumachen. Oder kann ich mich wohl. Nee, kann ich nicht. Oh, oh. Okay, das scheint harmlos zu sein. Wir gehen einfach da mal rein. Ganz dicht will ich jetzt nicht an ihn rangehen. Okay, hier ist überall nichts. Da kann ich also durchgehen. Zu dunkel. Was? Habe ich irgendwas verpasst? Was kitzelt mich denn hier? Ah, ich muss da hoch. Alles klar. Oh, hier oben fühle ich mich auch sicher. Nee, aufstehen, nee, kann ich nicht. Hey. Hier nicht eben? Ach klar. Nein. Verstehe ich nicht. Ich steh mal wieder auf. Von hier bin ich doch gekommen. Und vielleicht gibt es ja noch eine Tür. Beziehungsweise oben so ein Schacht. Hm. Ah! Hab ich gar nicht gesehen. Das Licht muss ich anlassen. Okay. Also nur diesen einen Weg hier. Scheiße. Soll ich da reingehen?
Okay, hier durch kann ich nicht. Ich gehe mal eben erst in diesen. Ist das Aufenthaltsraum? Hier war ich doch vorhin auch. Wo das. Ach! Kacke. Oh, einen seltenen Erfolg freigeschaltet. Gebildet. Okay. Dann wollen wir mal. Atmosphärisches Gebet. Schon wieder diese atmosphärische Störung. Ein Patient kniet zum Gebet. Vielleicht glaubt er an Vater Martins Dreck. Vielleicht hört er, was ich höre, nur deutlicher. Vielleicht ist das der Weg, um von hier zu entkommen. Der Priester nannte es das Evangelium des Sands. Mhm. Hallo? Okay, er sieht mich nicht. So, Mülltrennung wird hier auch groß geschrieben. Das ist schon mal sehr vorbildlich, vorbildlich. Schön weiterbeten. Ich hab immer so Schiss, wenn ich irgendwo eine Tür aufmachen muss. Toiletten. Oh. Okay. Ist auch nichts. Hier ist bestimmt jetzt irgendwas drin. Auch nicht. Hm. Doppelzimmer? Haben die hier irgendwas für mich? Nein. Alle am Beten. Boah, ist ja schon gruselig, ne? Das fühlt einfach mal auf. Offenes Fenster. Kann ich da? Ich gehe erstmal gucken, was hier so ist. Oh, die bereiten sich auf die Abreise vor, das ist auch gut. Überall das Gleiche zu sehen. Ah, ein Dokument. Okay. Ich bin ein unwürdiger Bittsteller, der unserem Herrn nur dienen kann, indem er ihn nährt. Bitte nimm mich, Warrider. Lass es den Apostel meines Hirten sehen und verbreite es mit seinen Lügen für eine größere Wahrheit. Deine Zeit in der Welt ist gekommen. Mein Fleisch sehnt sich nach deiner wunderschönen Erscheinung. Mein Blut ist erfüllt von dir und wartet nur darauf, freigelassen zu werden. Dies ist mein Gebet. Ritze dein Evangelium in mein Fleisch. Die beten alle den Warrider an. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, eine Batterie. Das ist gut. Gut, ich gehe trotzdem erstmal eben hier rein. Aber wie wir sehen, sehen wir nichts. Okay, dann müssen wir also durch das kaputte Fenster. War denn das hier? Nein. Noch ein weiter hier. Alles klar. Und da geht's nicht weiter.
Da müssen wir rein. Was heißt Sickness? Sickness? Was heißt Money? Das sieht gruselig aus. Da gehe ich nicht hin. Ist zu? Nee, ist auch zu. Ah, da war ich doch vorhin auf der anderen Seite. Okay, also muss ich an diesem anderen da vorbei? Oh nein, muss das denn sein? Da ist auch einer und noch einer und... Ach du Scheiße. Das sind doch die Zwillinge. Ich muss da jetzt rein? Oh fuck. Na ihr? So hässlich, ey. Mal zumachen? Nee, ich lass mal auf, oder? Ich lass mal auf. Was ich hier nicht irgendwie was übersehe? By Job, you alone shall escape the tower. This is your penultimate act of witness. Das ist doch Vater Martin. The promise of the prophets was always freedom from death. Oh, ein Schlüssel. Den nehmen wir uns. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together, ich will nicht zugucken. Ich will hier wieder raus. Ich gucke mir das nicht an. Oh. I fixed it. It will take you to freedom. Fuck, ist das gruselig. Nee, die verbrennen ihn jetzt. Oh, what the fuck? Danke. Ach, schön. Ob das jetzt schon das Ende ist? Jetzt bin ich hier wieder. Ist nicht wahr. Oh fuck. Boah, der ist so scheiße schnell, ey. Oh, scheiße, ich bin falsch. Oh. Ich bin total falsch. Ich sehe nichts. Ich kann nichts sehen. Hoch da. Hoch, spring doch. Oh, fuck. Oh, mein Herz. Unglaublich. Hier ist der Aufzug. Oh, wie schön. Ein Bonschen? Was? Wie weit geht's denn noch runter?
Okay, Freunde. Ich würde sagen, hier ist erstmal wieder Pause. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel noch geht insgesamt. Wir werden es einfach sehen beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ihr habt euch schön gegrüßt, genauso wie ich. Und ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Bis dahin. Tschüss.